Ich habe auf jeden Fall noch Bock. Von daher, NIZ geht nächstes Jahr noch weiter, ja. Die Flensburger sind diesmal nicht dabei. Kann ich auch verstehen. Also an einem Sonntag. Die müssen ja auch irgendwann wieder zurück. Und ja, kann ich schon verstehen auf jeden Fall. Also bei der Deutschen Bahn weiß man ja nie. Wir hatten heute 20 Minuten Verspätung nur zum Glück. Aber war auch crazy. Es war crazy. Einfach um 8.06 Uhr fährt der Zug. Und um 8 Uhr sagen die uns, ja, ist übrigens von einem anderen Gleis. Stand nirgendwo. Also, völlig verrückt. Gut, also, wir haben Nice Face gegen SDN. Ich will jetzt auch nicht über die Deutsche Bahn reden, sondern über dieses Set. Und im Moment sieht es sehr gut aus für Nice Face. Die letzte Begegnung von den beiden war ein bisschen einseitig für SDN. Aber im Moment scheint Nice Face das sehr gut zu handeln. Hat wahrscheinlich die Videos analysiert. Die sind natürlich alle auf dem NIZ Smash Channel auf YouTube. Wir haben alles hochgeladen, oder ich habe alles hochgeladen, was was on Stream gemacht wurde. Davor hatten wir das nur so, dass wir die Top 8 Sachen hochladen oder so, aber ey, was soll der Geiz? Und man merkt, dass Adjustments in diesem Matchup passiert sind. SDN gegen Belcampo, Best of 10 sehe ich schon. Hey, aber das ist, also nicht das Best of 10, aber SDN Belcampo on Stream. Doch. Ich schau mal, sind die beiden... Ja, die beiden sind tatsächlich im gleichen Pool. Dann trage ich das auch mal ein, dass das on-stream gespielt werden soll, weil darauf habe ich auch Bock. Weil wie gesagt, also wenn WOTs analysiert werden, dann werden auch wirklich Adjustments gemacht und das ist echt spannend dann. So, wir sehen, Nice Face ist leicht vorne, was Prozente angeht, aber SDN macht das immer sehr, sehr schnell. Weiß, wie er die Kombos extenden kann. Oh, schön. Oh, und? Oh, er hat's versucht. Okay, ist jetzt offstage. Side B. Ja. Muss heute ein bisschen aufpassen. Bin noch leicht krank. Deswegen immer schön das Mikrofon weg, wenn ich husten muss. Und der Abtilt klärt. Sehr schön. 113% aber sind für Ike. Das ist praktisch ein Pappenstiel für Ike, da zu kehlen. Oh, aber er killt noch nicht. Pfeile. Ah, ja, Nice Face hat auf jeden Fall versucht, noch jedes kleine Prozent rauszuquetschen aus diesem Stock, aber SDN lässt sich da gar nichts sagen. Ist jetzt aber offstage. Oh. Also gerade diese Situationen sind sehr wichtig, glaube ich, für Nice Face, dass er Ike möglichst lange an der Edge hält und die Encounters an der Edge so gefährlich macht wie möglich. Es gibt immer so diesen Easy Way to Recover, dann gibt es diesen Safe Way, aber der Safe Way dauert relativ lange, da muss er halt erstmal bis ganz nach unten und dann Up B drücken und der ist noch nicht mal 100% safe und dann gibt es halt noch diesen Easy Way, wo er springt und Side B macht. Und der, das Negative daran ist, dass er eben den Jump verliert. Oh, und dass es obvious ist, relativ. Oh, oh. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Begegnung. Und die sich auch verändert hat, jetzt vom letzten NIZ. Das ist sehr viel gefährlicher schon für SDN, aber oh. Max Rage Ike killt einfach schon fast bei 80. Die Bombe ist leider gerade nicht da. Okay. Save nochmal Ether. So. Wir sehen, es ist super knapp gerade. Der nächste Hit könnte killen. Oh mein Gott. Okay, Upthrow killt das schon? Nein. Doch! Es killt und das ist das erste Game für Nice Face. Wichtig, es ist Best of 3. In diesem Round Robin ist es Best of 3. Das heißt, wenn Nice Face jetzt noch ein Game holt, dann hat er ein Upset schon mal. Ich bin gespannt. Es wurden auch schon gut Sets gespielt. Okay, also... Zum Thema Upsets. B
Belcampo hat 2-1 gegen Flora gewonnen. Das ist auf jeden Fall auch ein Upset. Sollte für beide aber nicht gravierend sein. Also die Top 4 aus jedem Pool kommt weiter in die Top 8-Begegnung dann. Und das ist der dritte und vierte Seed. Von daher, das sollte gehen. Bisher sowohl SDN als Niceface haben beide Begegnungen 2-0 gewonnen. Das heißt, das ist schon mal ein kleiner Tiebreaker jetzt gerade. Oh. Oh. Zero to Death. Also wenn Niceface weiter so gute Arbeit leistet, dann wird das hier ein ganz schnelles 2-0. Aber SDN darf man niemals unterschätzen. Oh mein Gott. Hat gerade 6% bisher bekommen. 6% und erholt das fast schon wieder komplett. Backthrow. Kann er ihn bekommen. Er ist sehr aggressiv gerade. Aber oh! Ganz komische Bomben-Sachen hier gerade. 40% schon auf... Und der Uptilt, ja. Da hat er den Jump contested. Hat er gut gemacht. 46% nur. Dafür, dass eben gerade Niceface eine Zero to Death gemacht hat, ist das absolut nicht mehr auswegslos. Sieht nicht so aus. Ist gerade wieder Momentum für SDN und der macht immer sehr viel Damage. Sehr, sehr schnell. Oh mein Gott, alles wird gepunished. Und auf einmal ist SDN in Führung. Das ist eine Konzentrationsfähigkeit, die ist einfach nur von einer anderen Welt. Klatschfaktor. Oh, und das war ganz knapp gerade, dass der Uptilt nicht getroffen hat. Wichtiger Moment gerade. Oh. Oh. Oh, gut recovered. Aber zu greedy und SDN geht in Führung. Guck mal. Also er hat gerade versucht, die Ether von Ike zu contesten. War ein bisschen zu langsam, aber die Idee ist gut. Erstmal schilden, zu ihm rennen, Uptilt. Doch, könnte funktionieren, doch. Okay, näher. Und kann das... Ja, kann es punishen. Nicht hart, aber Jump ist immer noch da. Ganz wichtig bei Ike. Und, ja, mit der Bombe Air Dodge gepunished. Stocks sind ausgeglichen. Super wichtig jetzt für Niceface, diesen Stock zu holen. Oh, aber SDN lässt nicht locker. Contestet alles. Und gerade an der Edge spielt er sehr gut. Okay, Kombo-Starter hier gerade. Für Niceface. Oh. Okay, die Juggle-Situation ist zum Glück für Niceface schon vorbei wieder. Oh. Ich habe mal in den Chat geguckt. Queen of Wack im Chatroom. Was geht ab? SDN. Gegen Niceface. Wir haben hier das, was wir im Grand Finals eigentlich sehen könnten. Einfach schon im Round Robin Pools. Früh am Morgen oder einfach am Mittag. Und. Fair reicht noch nicht. Kann er nochmal recovern? Und contested. Das ist Round-Robin-Pools, das heißt, also das ist für die jetzt wahrscheinlich die dritte Runde. Es steht 1-1, beide haben 2-0 bisher gespielt, also zwei Siege von zwei. Aber nur einer von beiden kann das hier gewinnen, das heißt, es ist schon ein kleiner Tiebreaker. Allerdings haben sie auch noch mindestens zwei Games danach. Genau, für die Leute, die es nicht wissen, start.gg/nitzri9, die Short-URL. Schaut euch das gerne an. Classic MU, safe. So, letztes Game hier. Schon schade, sowas nur im Best of 3 zu sehen, aber wir haben auch noch eine Top 8 später. Mit Best of 5.
Daher sehen wir dieses Set wahrscheinlich nicht zum letzten Mal. Oh, das sind viele Analyse-Wots. Das ist ein Monthly. Wir machen das einmal monatlich. Komm gerne wieder vorbei. Es war sehr cool, als du da warst. Gerade das Tischtennis. Oh! Oh! Und ein SD von SDN. Das könnte natürlich jetzt die Vorentscheidung sein, aber wie wir eben gesehen haben, kann es auch einfach gar nichts bedeuten bei SDN. Also der kann auf einmal doppelt so schnell spielen, während er clean spaced alles vorhersagt. Leider noch ein bisschen krank. Deswegen muss ich da vorsichtig sein. Okay, wie wir sehen. Oh, schlau. Oh, oh. Ah, okay. Wie wir sehen, ist es wieder even, was Prozent, was Stock angeht. Gerade Momentum. Oh. Gerade Momentum für Nice Face. Aber Estern macht das gut. Also er kommt gut von der Edge weg. Was auch sehr wichtig ist bei... Oh. bei Links Ledge Traps. Und man hat immer wieder gesehen, dass Niceface versucht, die Up-B von SDN zu contesten. Bisher hat das nicht so gut funktioniert. Aber wenn es auch nur einmal funktioniert... Oh, der F-Tilt. Okay. Das ist auch wieder fast ein ganzer Stock-Lead. Mal gucken, ob SDN den hier schnell wieder aufholen kann. Oder ob SDN hier... oh! Oder ob Niceface den Sack zumachen kann. Ja, was das Matchup angeht, würde ich auch eher sagen, Link. Aber so genau weiß ich das auch nicht. Oh. Ike ja auch ein Charakter, der sehr Flowchart-artig spielt mit seinen Nair-Kombos. Okay, das hier wird sehr, sehr knapp hier gerade. Oh. Oh, er konnte die Side-B nicht punishen. Wichtiger Moment gerade gewesen. Oh, wird SDN jetzt aufholen wieder? Oh mein Gott, er hat die Nair einfach interrupted. Oh mein Gott, das sieht so gut aus, gerade für Nice Face. Schafft er das hier? Holt er sich hier schon early den Sieg gegen SDN? Oh, aber... Oh! Es wird hier gerade ganz knapp, Leute. Das wird hier gerade ganz knapp. Max Rage Ike kann schon killen. Oh mein Gott, dass die beiden gerade so ruhig bleiben können. Verrückt. Und da kommt der Boomerang. Hat er gut gemacht, gerade mit dem Boomerang. Oh. Schön den Jump contestet und... Oh mein Gott. Kann er ihn punishen? Er kann ihn punishen und... Oh. Nice Face schafft es, hier klatsch den Sieg gegen SDN schon im Round Robins Pool zu bekommen. Wow. Starke Leistung.